Der Stellenwert von meinem Auto in meinem Leben ist eigentlich sehr hoch. Fast gleich wie Familie und Kollegen. Also es ist sehr weit oben, ja. Ich bin der Beat und das ist mein Karre. Das Faszinierende an diesem Auto ist für mich einfach das Optische. Ich kann es nicht beschreiben, es spricht mich einfach an. Die Kosten, die ich in das Auto investiert habe, habe ich aufgehört zu zählen, weil das Auto kaufen ist Summe X. Die verschiedenen Anbauteile sind einmal Felgen, Verspoilerung rundherum, Heckleuchten, Kühlergrill und vorne noch eine Schlaufe. Es ist auf jeden Fall genug Geld. Der Stellenwert von meinem Auto in meinem Leben ist eigentlich sehr hoch, weil ich bin ein Automensch. Ich habe Autos sehr gerne und darum steht es mir sehr weit oben. Also fast gleich wie Familie und Kollegen. Also es ist sehr weit oben, ja. Das Auto kommt bei Frauen sicher so an, wie halt ein bisschen, ja, macho, blöd gesagt. Lautes Auto, tiefer gelegt, der will sicher einfach eine Aufmerksamkeit. Bei mir nicht unbedingt. Ich habe einfach Spass am Auto. Ich habe Freude am Klang. Und ja, der ist eigentlich nur für am Wochenende. Am Wochenende mache ich mit dem Auto Ausfahrten mit Kollegen oder eben vielleicht noch etwas mal wieder umbauen. Ich bin eher ein bisschen der Cruiser, ich nehme es ein bisschen gemütlich. Ist auch schön. Ob Subaru wirklich so anspruchslos ist und jeder kann fahren, durch das, dass er eben ein bisschen mehr Leistung hat, ist das wieder ein bisschen schwierig zu sagen. Es braucht schon ein bisschen Fahrgefühl und Können, um das Auto schon ein bisschen beherrschen. Subaru ist so halb der klassische Bauern-Ferrari. Also, das Klischee würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, nein. Auf dem Land ist halt einfach wegen einem Grund beliebt, er hat halt Allrad. Ein Subaru passt nach meinen Augen nicht unbedingt zu einem Stadtzürcher, weil es halt einfach nicht unbedingt gebaut worden ist für die Stadt. Ich weiss halt einfach, dass der Subaru nicht gerade der effizienteste ist in Sachen Verbrauch und ein bisschen gerne ein bisschen mehr braucht als, blöd gesagt, ein kleineres Auto und halt auch nicht ganz so wendig ist. Meine Kollegen fahren auch mehrheitlich Subaru, weil es halt einfach ein schönes Auto, lustiges Auto, Fahrspass und doch auch nicht allzu teuer. Ich würde jetzt schon behaupten, dass man vielleicht halt früher, wo es noch im Fernsehen kam, ist, die Rallye an Subaru dabei war und man vielleicht durch das auf Subaru kommt. Bei mir war es sicher mal so gewesen. Und darum ist es bei den Kollegen eigentlich auch so, weil sie haben es blöd gesagt wie ich. Also, ja. Man kommt halt einfach halt schon von Kind auf, halt, auf Subaru. Halt, ja.